Hallo Thomas, also pass auf, jetzt ein paar Erklärvideos. Also, du stehst vor deinem Bagger, dann hast du ja da Winden. Das ist die Grabwinde, das ist die Hubwinde, also die wird auch Schließwinde genannt, das ist die Hubwinde. Die Winde da ist die Hilfs- oder Einziehwinde für den Kübel. Und dahinter sitzt dann noch eine Winde, das ist die Auslegerwinde. Die Auslegerwinde ist gesperrt über ein Schneckengetriebe, sprich, die bleibt automatisch oben ohne zusätzliche Bremse. Es ist eine Bremse mit dran, die kann man noch nachstellen, habe ich bislang bei mir tatsächlich noch nicht gebraucht. So, Seilführung. Ich habe jetzt hier 31 Meter 10 mm Seil drauf. Meiner ist ein alter Bagger, mit den schmalen Winden gehört 10 mm Seil drauf. 31 Meter hier, 29 Meter hier. Laut Seilliste, ich habe jeweils 5 Meter mehr gegeben, weil gerechnet ist laut Anleitung bis auf Bodenniveau. Also wären hier statt 31, 26 Meter, dann ist der Mast in 75 Grad Stellung und der Ausleger oder dein Kübel vorne dran kommt dann genau bis auf den Boden. So, ich habe 5 Meter mehr, dass ich quasi unter Bodenniveau arbeiten kann, beziehungsweise wenn der Ausleger ja so abgelassen ist, könnte ich dann noch tiefer runter als 5 Meter. So, Seilführung. Grabwinde, unterste Winde kommt bei mir, läuft hier hoch durch diesen Bügel. Der schaut bei mir ein wenig anders aus als bei dir. Das ist nur ein Schutzbügel, dass wenn das Seil einmal Schlafseil gibt, dass es nicht gleich rausfällt oder links und rechts sich verhaken kann. Läuft hier rauf, immer noch das Grabseil, läuft bei mir durch die linke Rolle, erkläre ich dir dann auch im Bagger wegen die Bremspedale, ich habe das so gelöst, kommt über die Rolle, siehe hier, läuft hier runter, geht bei meinem Greifer durch diese Seilführung hier, durchgesteckt, läuft nach unten, ich habe nur eine Seilrolle drin, deswegen geht es nur über eine Rolle drüber, läuft wieder hoch, läuft über diese Seilrolle, läuft wieder runter, verschwindet hier auf der anderen Seite in eine Seilkeilhalterung, hier rein, bei mir ist die so ein wenig asymmetrisch geformt, das sieht man so ein wenig schräg, deswegen habe ich das so gelöst, das Seil kommt gerade von oben, geht auf der geraden Seite runter, macht hier eine Schlaufe und auf der schrägen Seite geht es rauf, Seilkeil ist bei mir hier tatsächlich auch ein bisschen schräg, steckt dann natürlich auch mit der schrägen Seite hier drüben so drin. Du machst eine Schlaufe, nimmst den Seilkeil, steckst den in die Schlaufe rein und schiebst die Schlaufe rein. Der Keil kann nicht durchrutschen, weil das hier oben natürlich verjüngt ist und sichert so dein Seil. Das wäre die Grabwinde. Hubwinde, selbes Spielchen. Vorne diese, die obere Winde, läuft genauso hier rauf, läuft jetzt bei mir hier am Ausleger durch die rechte Rolle und geht hier in diesen, ja, in diesen Haltebock, wenn man so möchte, ebenfalls wieder mit einem Seilkeil gesichert. Schaut hier abenteuerlich aus, hält aber tatsächlich und hält sehr viel Last aus. Ich habe schon oft einmal gedacht, ob das so passt, aber es passt wohl. Ja, und das Ganze ist dann noch mit einem Schägel am Greifer montiert. Also da ist nichts mehr dazwischen, sondern direkt auf dieses Ding. Das hast du auch gehabt, habe ich gesehen. Den großen Schägel und bei mir hier oben einhängt. So, das ist schon die ganze Kunst. Dann hast du ja dein Einziehseil. Das ist dieses. Das soll verhindern, dass dein Greifer, wenn er frei schwebt, zu arg nach links und rechts dreht, beziehungsweise dass es sich dann mehrmals im Kreis wickelt und dir dann da oben deine Seile komplett verdrillt. Das kann nämlich passieren, wenn du den Greifer hier bedienst, ohne das, deine Seile haben einen Drall, kann es sein, dass es den ganzen Greifer ein paar Mal umwickelt und dann hast du da so eine richtig schöne Spirale drin. Und wenn du dann die Seile bedienst, machst du natürlich untereinander kaputt, das möchtest du nicht. Dafür gibt es die Einzieh- bzw. Hilfswinde. Die arbeitet ein bisschen auf Vorspannung. Die hat so einen Schleifpunkt, den muss man dann einmal finden. Und das ist bei mir hier bloß mit einem, ja, mit so Seilklammern gesichert. Ich habe da noch eine Kausche neu gemacht, ist ein wenig schöner, als wenn es direkt auf dem Seil ist. Mit einem Schäkel einfach gesichert an der Kette.
Und dieses Seil läuft bei mir dann durch diese drehbare Rolle hier. Die ist frei schwenkbar. Die kann hin und her pendeln. Ich könnte sie mal wieder abfetten, so wie das ausschaut. Die hat eine Rolle oben, die hat eine Rolle unten. Die hat hier links und rechts Anlaufflächen, dass wenn der Kübel mal ein wenig schräg kommt, dass hier nicht die ganze Rolle durchgescheuert wird, sondern dass eben diese Anlaufstücke ja, das Ganze auffangen. Diese Rolle, die muss wie gesagt drehbar sein, weil dein Greifer ja mal weiter nach links kann oder kann mal weiter rechts, wenn du jetzt am Hang stehst oder so, dann gleicht die das ein bisschen aus. Läuft hier weiter und läuft jetzt bei mir, wie du gleich unschwer siehst, über die zweite Rolle von rechts in Fahrtrichtung rechts. Warum? Anders funktioniert es nicht, wegen die Auslegerseile. Da habe ich einmal aus der Seilbaggergruppe bei Facebook eine schöne Skizze gekriegt, wie die gelegt werden. Zeige ich dir auch gleich. Auf jeden Fall läuft über die zweite Rolle, geht durch dieses vordere Loch, das bei mir ein bisschen ausgefranst ist, aber ist halt so. Muss ich mich einmal noch drüber machen, auf diese Winde hier drauf. Siehst, bei mir sind da einige Umdrehungen drauf. Ich habe die auch 5 Meter länger genommen, hätte ich nicht gebraucht, aber ja gut, ist halt jetzt so. Gut, Auslegerseil. Auslegerseil, siehst du da hinten die Winde. Also die Winde und da hinten das Seil ein bisschen durchspitzen, läuft hinten aus dem Oberwagen raus. Siehst du da kommen, geht über die Rolle direkt über dem Loch, also die ganze rechte, läuft dann den ganzen Ausleger nach vorne, geht auf die rechte Rolle hier oben drauf, kommt aus der rechten Rolle unten wieder, läuft zurück zum Bock, geht über die zweite Rolle von links, von unten drauf, kommt oben wieder raus, wie du siehst. Läuft hier ebenfalls vor, wieder über die Auslegerspitzenrolle links von oben rein, kommt von unten wieder retour, das Seil, was jetzt hier wackelt, und wird hier hinten dann ebenfalls mit einem Seilkeil gesichert. Genau, so funktioniert das Ganze. Da habe ich, wie gesagt, mal schöne Skizze gekriegt, ich muss mal gucken, ob ich sie finde, dann kann ich dir die auch mal noch zusenden. Die Seile sind tatsächlich bei mir noch originale Seile, oder halt, ja, die Seile, die noch drin waren im Bagger, die waren noch gut. Die anderen Seile habe ich alle mal neu gemacht, wobei ich dieses Seil hier leider etwas beschädigt habe. Das hat schon ein bisschen gelitten. Ich habe da aber schon einen Ersatz dafür liegen. Da hatte ich ein kleines Malheur, weil meine Winde nicht funktioniert hat. Also, so viel erst einmal zur Seilführung.